Und da bin ich wieder zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. War eben nochmal oben, hab mir ein bisschen was von meinem Schatz vom Essen gemopst. Und ja, nun kann es weitergehen. Wir haben beim letzten Mal unsere erste Klasse-Quest abgegeben. Und machen jetzt natürlich weiter damit. Und ja. Mal sehen. Ah, Ash, du trittst in einer Art an mich heran, wie ich es gerne von allen Marodeuren sehen würde. Entschlossen, unerschütterlich und ohne Selbstzweifel. Du bist durchaus bereit für den nächsten Schritt in deiner Ausbildung. Beginnen wir zunächst mit einer Frage. Was ist das Besondere an der Axt? Richtig, ihre unbändige Zerstörungskraft kann nichts und niemand widerstehen. Mehr muss man nicht wissen. Und je mehr Kraft der Träger besitzt, desto wirkungsvoller sind die Hiebe. Damit kommen wir zum Kern deiner heutigen Lektion. Man kann gar nicht genug Kraft besitzen. Ein Marodeur muss sich immer weiterentwickeln. Ermöglicht wird dies durch eine traditionelle Methode, die dieser Gilde schon seit Generationen, Jahr ein, Jahr aus, neue mächtige Axtkünste beschert. Begib dich ein Geschoss tiefer in die Übungshalle. Sprich mit Brunberg. Er wird dir weitere Instruktionen geben. Einfach die Treppe hinunter, du kannst ihn nicht verfehlen. Gut, dann gehen wir einmal hinunter. Weil das jetzt hier sehr wichtig ist, was wir hier alles tun müssen. Also es wird, glaube ich, Ewigkeiten dauern, bis wir überhaupt ansatzweise in die Nähe von dem kommen, was man Story nennt. Wobei das ja eigentlich alles... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Der Gildenmeister hat dir bereits von dir berichtet. Mein Name ist Brunberg. Willkommen in unserer Gilde. Das Zerstückeln von Felsbrocken fördert den Muskelaufbau und damit die Kontrolle über die Axt. Ja, du hast richtig gehört. Unsere Äxte teilen Felsbrocken wie Butter, solange die Schlagtechnik stimmt. Rotgeim kann dir genau erklären, wie es funktioniert. Sie wartet außerhalb der Seefeldtores auf der anderen Seite der Brücke, die über den Schurkenstrom führt. Okay. So, also ich bin jetzt eigentlich schon so ganz begeistert von dem, was uns hier noch erwartet. Ich finde sogar, ich muss tatsächlich mal sagen, ich finde, dass ich sogar mal einen ganz hübschen Charakter erstellt habe. Das sage ich selten. Das ist unheimlich, wenn ich das sage. Weil bis zur Achterburg nichts ist, können wir uns einmal kurz zur Achterburg teleportieren. Und ja, mal schauen. Diese Ladebildschirme sind eigentlich so das Ätzendste. Huch. War eigentlich gar nicht außerhalb des Spiels, aber okay. Das hier will ich unbedingt noch machen. Aber dafür müssen wir erstmal Level 30 erreichen. Tada! Hallöchen. Die Fischergilde will Fischerboote stellen? So einfach ist das nicht. Neltic und Vumeli ist zurzeit mit dem Bau großer Schiffe ausgelastet. Das ist kaum Raum für weitere Bestellungen. Aber die Fischerkette ist einer der besten Kunden. Deswegen will ich sehen, was ich tun kann. Du kannst auf die verrückte Brücke gleich hier hinter dem Sturmtor. Sie ruht auf wuchtigen Metallplatten, die von unseren besten Plättnern gefertigt wurde. In letzter Zeit aber häufen sich Berichte, dass die Brücke knackt und klappert. Daraufhin hat Baderon eine Untersuchung angeordnet. Sie hat ergeben, dass die Metallplatten unter dem Einfluss von dort Tausenden Dockratten leiden. Deswegen möchte ich, dass du 5 Ratten in der Nähe der Brücke erlegst. Das sollte auch die übrigen Ratten vertreiben. Dann erstatte Baderon in der ertränkten Sorge Bericht.
Ankerpiraten und das hier ist im unteren Lanoskia, okay. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Unteres Lanoskia. Dann gehen wir einmal in diese Richtung. Da wir ja sowieso auch ein bisschen Bestiarium machen wollen. War das eigentlich nicht? Hallo, ihr kleinen Dockratten. Die brauchen wir ja auch noch. Mal. Und das sind doch direkt Bestiariumstiere. So, wie gesagt, wir machen hier bis Stufe 15. Also jetzt erstmal wieder natürlich bis Stufe 10. Wir machen jetzt nicht mit einem Charakter hier Stufe 15 direkt. Sondern erstmal bis Stufe 10. Dann mal schauen. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Okay, stell dich dem Fate. Fate steht für Full Active Time Event oder auch Fatales Ereignis. Diese öffentlichen Aufträge tauchen periodisch über den Eosea auf. Jeder, der gerade vorbeikommt, kann daran teilnehmen. Wenn ein Fate in der Nähe stattfindet, erscheint ein Hinweis auf dem Bildschirm und dessen Ort wird auf der Karte markiert. Der Art des laufenden Fates kann anhand der Karten-Icons identifiziert werden. Wenn du den Cursor über den Icon bewegst, wird der Name des Fates angezeigt. Sobald du im Reichweite des Events bist, nimmst du automatisch daran teil. Fate-Titel, Ziele und verbleibende Zeit werden automatisch in deiner Aufgabenliste angezeigt. Wenn deine derzeitige Stufe mehrere Stufen über der empfohlenen liegt, erscheint die Schaltfläche anpassen in einer Aufgabenliste. Benutze diese Schaltfläche, um deine Stufe automatisch anzupassen, damit du eine Belohnung für die Teilnahme erhältst. So, wir machen natürlich mit. Weil dadurch leveln wir nämlich auf. Oh Gott. Das ist aber mies von den Viechern. Weil durch diese Fates, die werden wir später ganz, ganz oft machen, wenn wir halt die anderen Klassen machen. Das Problem dabei ist halt... Oh Gott. Das Problem dabei ist halt, später, wenn wir keine Klasse, keine Story-Quest mehr haben, bleibt uns halt nur noch die Wahl, so zu leveln. Weil wenn wir dann später keine Story-Quest mehr haben, haben wir halt nichts, wo wir großartig EP durchkriegen. Gut, man kann auch noch Freibriefe machen und dann halt ab 15 Innings, sobald man sie in der Story natürlich freigeschaltet hat. Warum habe ich nur 455 gekriegt dafür? Sobald ein Feld abgeschlossen ist, wird eine Belohnung für die Teilnahme angezeigt. Belohnungen werden unter allen Teilnehmern verteilt und richten sich nicht nur an den Erfolg, sondern auch nach individuellen Beiträgen. Okay. Je aktiver du beim Erfüllen von Feldzielen bist, desto größer ist dein Beitrag und deine Belohnung. Dein Beitrag wird durch Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen verdeutlicht, die in dem Belohnungsfenster erscheinen. Okay, wahrscheinlich war es nur so wenig, weil es ein niedriger Fate war. Und keiner über uns. Ich glaube, nur ein Stufe 4 Fate.
So. Juhu, und hier kann man die nächste Quest abgeben. Kater. Ob ich einen Auftrag für dich habe? Wieso sollte ich? Wer hat dir denn das erzählt? Hi, da hat sich aber jemand reingelegt. Es stimmt, dass hier immer wieder viel los ist, aber die verrückte Brücke ist ein zentraler Verkehrsweg. Kleine Störungen können zu großen Problemen führen. Überlasse nichts dem Zufall und vergeben alle Aufträge nur über die Abenteurergilde. Ich bin nur eine einfache Wachsoldatin. Glaubst du etwa, man überlässt mir wichtige Aufträge im Namen der Gelbjacken zu vergeben? Manchmal habe ich etwas in eigener Sache zu erledigen, zum Beispiel die Beseitigung gefährlicher Monster in Brückennähe, sozusagen zu meiner eigenen Sicherheit. Solche Dinge überlasse ich gerne den Abenteurern. So, und du hast eine neue Aufgabe. Ein Stückchen den Weg entlang liegt der landwirtschaftliche Betrieb Gockelburg. Mein Großvater leitet ihn. Er hat mich gebeten, Flusskrötenlarven Labern zu sammeln, aber ich ekle mich so vor den Fröschen und Kröten. Würdest du für mich in die Nähe der verrückten Brücke ein paar Flusskröten um ihre Leber erleichtern? Genau gesagt, bräuchte ich drei. Okay, das können wir machen. Das ist auch direkt hier. Wie gesagt, durch das Buff-Food hier kriegen wir auch noch plus drei Routine. Also, die bringen auch nochmal schön was. Und Kreta. Das ist wirklich eine große Hilfe. So eine unappetitliche Arbeit möchte nicht jeder übernehmen. Übrigens, die Krötenlebern will ich lieber gar nicht erst zu Gesicht bekommen. Bringen Sie doch bitte zu meinem Großvater an der Guckelburg. Sein Name ist Anauk. Okay. Dodos! Okay, ich kann Dodos töten. So. Brauchen wir noch Dodos? Nee, brauchen wir nicht. Oh Gott, Auge in Auge mit dem Dodo. Gut. Dann können wir jetzt weiterlaufen. Wie gesagt, bis Stufe 10 mache ich die Klassen, solange bis man halt quasi. Oh, sagt man schon, dass ich hier die Dinger kriegt. Ach, komm. Bis man die anderen Klassen machen darf. Das ist eine blaue Quest. Die erste blaue Quest. Schöner Wohn in Limsa Luminsa. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als eine von diesen grässlichen Ab. Oh. Hallo, werte Abenteurerin. Stimmt es, dass deinesgleichen sich jetzt in einer der idyllischen Gegenden Limsa-Luminsas breit macht? Dem schönen Dorf des Nebels nordöstlich von hier? Es kann sich nur um einen Scherz handeln. Unser Ein schuftet sein Leben lang und gibt sein Herzblut für diese prächtige Nation. Dann kommen ein paar ungehobelte Wilde übers Meer gesegelt und bekommen das schönste Flecken Erde vor die Füße geworfen, das man hier finden kann. Und wir schützen uns vor den brutalen Koboldstämmen. Sie kämpfen für uns gegen die Primae. Man die Fra Die feigen Marktweiber klagen. Pah, antworte ich da. Pah, ich hoffe ja immer noch, dass es nicht wahr ist. Und dass das limsischste aller Dörfer
nicht von Festland überlassen wird. Warum rennst du nicht los und erforscht das mysteriöse Geheimnis? Löst dieses fantastische Rätsel, wie ihr Abenteuer eure Botengänge zu nennen pflegt. Dann los, lass euch ein paar Gilfe für dich bringen. Nordöstlich von Guckelburg bewacht eine Soldatin den Eingang zum Dorf des Nebels. Sie wird dir verraten, ob es sich bei dieser Ungeheuerlichkeit den tüchtigen Bürgern Limsalumindes gegenüber nicht doch nur um einen schlechten Scherz handelt. Okay. Na dann. Oh, hier haben wir viele Quests. Wo bleibt denn nur mein Enkel mit dem Flusskrotenlebern, die er bitte nimmt? Oh, vielen Dank. Hat sich meine Enkelin also nicht überwinden können, die Krotenlebern selbst zu sammeln? Mir ist zu Ohren gekommen, dass in der neuen Welt Fischlebern als Düngemittel eingesetzt werden. Da dachte ich, dass sich Flusskrotenlebern doch auch ganz gut dazu eignen müssen. Wir sind immer darauf bedacht, unseren Ertrag zu maximieren. Innovative Methoden und neue Gerätschaften spielen dabei eine wichtige Rolle. Du hast uns einen weiteren Schritt nach vorn gebracht. Vielleicht kannst du uns bald wieder einmal unter die Arme greifen. Ja, vielleicht kann ich das. Achso, du hast ja noch eine Quest. Oh, Fladenbrot. Hast du schon unsere Schafzucht bewundern können? Auf die flauschige Wolle unserer Schafe sind wir ganz besonders stolz. Einmal geschoren, packen wir die Schafwolle in Leinsäcke und liefern sie zum Windpark, nordöstlich von hier, wo sie zur Filz verarbeitet wird. Der Lieferant ist vollkommen überarbeitet und braucht unbedingt eine Pause. Würdest du die Wolle an seiner Stadt zum Windpark bringen? Hol dir einen Leinsack in der Nähe des Schafgeheges und bringe ihn zum Windbeauftragten bei Zahn vom Windpark Rauflotte. Interaktion mit Objekten hatten wir ja sogar schon. Spannkraft fürs Haar. An der Gockelburg werden drei Nutztierarten gehalten. Für deren Aufzucht bin ich Züchter Mögram zuständig. In letzter Zeit mache ich mir Sorgen, weil die Schafe keine gute Wolle mehr hervorbringen. Es fehlt dem Haar an Spannkraft und Volumen. Dabei gebe ich ihnen gutes Futter und spiele ihnen sogar manchmal etwas auf meiner Fiedel. In diesem Zustand werde ich die Wolle nicht wie gewohnt als Qualitätswolle mit Gütesiegel verkaufen können. Irgendwie muss die Sache in den Griff bekommen werden. Bitte sprecht doch mal mit dem Schafhirten Chartain. Vielleicht hat er eine Idee. So. Du hast auch noch eine Quest. Ich beschäftige mich mit der Aufzucht für Nutzpflanzen und Kräutern. Meine Züchtung besonders schmackhafter Ohrkürbisse ist in der ganzen Region bekannt. Dafür braucht man viel Geduld und einen langen Atem. Das kann ich dir sagen. Die Auslese dieser betreibe ich schon seit über 15 Jahren. Du bist doch ein Abenteurer, nicht wahr? Ich hätte da etwas, wobei du mir helfen könntest. Das Ogerkürbisfeld ist voller Erdhügel, welche die Stachelmulle aufschütten und die so sorgfältig gezogenen Ackerfurchen zunichte machen. Das stört die gleichmäßige Bewässerung und erschwert die Ernte. Bitte sieh dir das Kürbisfeld an und beseitige diese fürchterlichen Stachelmullplage. Machen wir. Wird erledigt. Dann haben wir das hier einmal. Stimmt, dass es der Wolle am Spannkraft und Fülle fehlt. Der Grund ist wahrscheinlich, dass die Schafe von Läusen befallen sind. Aber alleine kann ich die Schafe nicht alle von den Läusen befreien. Ach, du wirst mir doch bestimmt dabei helfen, oder? Wenn du dir die Schafe näher anschaust, merkst du, dass einige ein sprödes Fell haben. Würdest du mir den Gefallen tun und drei dieser Schafe mit dieser Entlausungsbürste behandeln, dann wäre mir ein Großteil der Arbeit abgenommen. Nachdem du das erledigt hast, gehst du Mögram, sag ihm Bescheid, dass wir ihn das wird ihn etwas beruhigen. Ja, das hoffe ich doch. So, bitte. Frau Schaf. Frag mich zwar, was für Schafe solche Schwänze haben, aber okay.
du auch noch mal. Okay, also in EU-Sea ist gerade 2:08 Uhr. Auch nicht schlecht. Mögram. Hallöchen, Mögram. Das Fort bezwören und vielen Dank für deine Hilfe. Ich nehme an, dass ihr Abenteurer es normalerweise mit üblen Gegnern als Lösen zu tun habt. Schafe sind sensible Geschöpfe, als man meinen mag. Wenn man nicht ständig ein Auge auf sie hat, geben sie keine hochwertige Wolle ab. Als Dank deiner Hilfe ist diesmal alles gut gegangen. Das Gütesiegel scheint uns dieses Jahr wieder sicher. Hier gibt es auch wieder was. Hier in der Gurkeburg haben wir viel Erfahrung mit der Haltung von Dodos. Ihr Fleisch und ihre Eier sind einfach ein besonderer Genuss. Nicht zu vergleichen mit gewöhnlichen Hühnerprodukten. Im Kükenalter entfernen wir den Dodos die Drüse, die den Tieren ihren giftigen Atem verleiht. Mit einer einfachen, schmerzlosen Prozedur. Das erlaubt uns, sie gefahrlos aufzuziehen. Aber jetzt sind die kostbaren Dodos auf und davon. Bitte sprich mit dem Dodo-Hirten Xpayan. Und lass dir die Sache genauer erzählen. Vielleicht kannst du uns helfen, die Tiere wieder einzufangen. Das könnten wir tun. Also ihr merkt schon, das wird hier ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bis wir die Hauptstory machen und so weiter und so fort. Aber ich hoffe, dass es euch nicht allzu viel ausmacht. Weil wir werden von allem mehr als genug haben. Es wird auch Phasen geben, wo wir nur Story machen wahrscheinlich. Wo wir einfach nur Story machen. Jetzt versuche ich halt wirklich einfach komplett auf Stufe 10 zu kommen. Und dass wir dann halt den Schurken und den Hermetiker uns holen können. Und dann nebenbei dann halt quasi das Bestiarium machen, dann Nebenquests machen und so weiter und so fort. Also alles, was da so quasi mit dazugehört, um halt auch Zeit zu sparen. Kannst du mir helfen, die Dodos wieder einzufangen? Das wäre überaus freundlich von dir. Die Vögel haben anscheinend den Zaun niedergerissen und sind abgehauen. Der Wächter am Tor hat sie nicht gesehen, deswegen müssten sie eigentlich noch auf dem Gelände der Guckeburg sein. Insgesamt sind 3 Dodos ausgebüxt. Wenn du einen entdeckst, fang ihn mit einem großen Leinensack. Wenn du 3 entflohene Dodos gefangen hast, bring sie zu Mögram. Er wird auf sie aufpassen, bis der Zaun wieder instand gesetzt ist. Okay, auch das kriegen wir hin. So ist hier einmal ein gefangener Dodo. Ich finde zwar, die sind einfach sehr groß für einen Leinensack, aber passt schon. So, da hinten würde es zum Dorf des Nebels gehen. Und hier ist noch einer. Und damit haben wir alle Dodos gefangen. Sir Payan hat mir schon Bescheid gesagt. Ich werde auf die Dodos aufpassen, bis der Zaun repariert ist. Das sind ja ein paar Unruhestifter. Wir haben ihnen gerade erst die Giftdrüsen entfernt. Ich hätte erwartet, dass sie erst mal Ruhe geben, bis die Wunden verheilt sind. Du stellst dich wirklich geschickt an im Umgang mit unseren Tieren. Sie scheinen dich zu mögen. Wenn du genug vom Leben als Abenteurerin hast, stelle ich dich fest ein. Du würdest eine ausgezeichnete Dodo-Hirtin abgeben. Sehr freundlich. So, jetzt machen wir einmal kurz hier. Schöner Wohn in Limsa. Das halt direkt hier unten gerade ist. Sehr gegrüßt, Antoin. Ich bin Rögganlona, Sturmmarina 2. Klasse des Maelstroms. Wie kann ich dir zu Diensten sein? Das Dorf des Nebels. Ja, dort wird ein Wohngebiet für Abenteurer errichtet, auf direkten Befehl von Admiral Merwepin. Schließlich hat Limsalumünster den teuren Helden und Heldinnen viel zu verdanken. Wir vom Maelstrom unterstützen das Vorhaben natürlich. Wir können jede Axt im Kampf gegen die Primae gebrauchen. Kein Ort könnte besser sein als der
Dorf des Nebels. Trotz seines Namens hat man von dort aus eine atemberaubende Sicht auf die Bucht. Und der ebene Stufenbau lädt einfach zum Häuserbauen ein. Du solltest unbedingt mal im Dorf des Nebels vorbeischauen. Vielleicht gibt es dir, gefällt es dir ja so gut, dass du dich dort niederlässt. Ich würde mich jedenfalls freuen. Genaueres zum Grundstückserwerb und zum Häuserbau kann dir die Maelstrom-Rekrutin am Gezeitentor im Dorf sagen. Also, gute Nachbarschaft. Ja, die Wohngebiete. Wird etwas mehr in Anspruch nehmen. Wie gesagt, wir kommen, könnten da jetzt halt direkt hin. Unterkünfte. In den Stadtstaaten Lemsalominsa, Gredania und Ulda, sowie in der fernöstlichen Stadt Kugane, gibt es jeweils ein Wohngebiet. Dort können verschiedene Unterkünfte bezogen werden. Abenteurer können Wohnungen kaufen und Abenteuergemeinschaften, sogenannte Freigesellschaften, können sogar ein Grundstück erwerben und auf ein Gebäude errichten. Innerhalb der Viertel gibt es mehrere Bezirke, wobei ein Bezirk aus 60 Grundstücken besteht. Jedes Grundstück hat eine Nummer, die bei der Errichtung eines Gebäudes dann als die Hausnummer gilt. Ein anderes Beispiel wäre also 1 Bezirk Hausnummer 1. Unterkünfte kann man nicht kann man nach eigenen Vorstellungen mit verschiedenen Möbelstücken einrichten. Häuser verfügen sogar über einen Garten, der gestaltet werden kann. Welche Mitglieder der Gesellschaft das Anwesen gestalten dürfen, wird in den Rechten der Gesellschaft festgelegt. Details zum Wohnungs- und Grundstückskauf und dem Hausbau erfährst du bei den Unterkunftsbeamten in den Wohngebieten. So gut wäre. Hier kann man dann halt sich quasi durchgucken. Aber es ist halt eh alles bis zum Bersten voll, wie ihr seht. Also es gibt zurzeit, ich glaube, auf keinem Server Häuser. Das ist so. Ja. Nein. So, ich denke mal, da müssen wir hin, um die Quest zu erfüllen. Also ich habe es mit meinem Streaming-Situation aufgegeben, überhaupt jemanden ein Haus zu kriegen. Auch wenn alle sagen, ja, wenn Endwalker da ist. Nein, nicht mal dann, weil ich neige dazu, dass ich ganz, ganz hinten in einer Warteschlange bin. Also ich bin das Letzte vom Letzten vom Letzten vom Letzten. Wobei ich auch nicht unbedingt nach Limsa wollen würde, davon mal ganz abgesehen. Das ist nicht unbedingt mein bevorzugtes Wohnziel. Da habe ich andere Orte, in die ich lieber wohnen würde. Darunter wäre halt Kugane. Willkommen im Dorf des Nebels, Wohngebiet für Abenteurer und Abenteurerinnen. Interessierst du dich dafür, ein Haus zu erwerben? Die Aussicht ist fantastisch. Du bist doch auch ein Abenteurer, nicht wahr? Gewöhnliche Bürger mit Limsas ist es nämlich nicht gestattet, hier ein Grundstück zu erwerben. Du bist ein Mitglied der Abenteurergesellen, hat ja alles seine Richtigkeit. Wenn du mehr über Grundstücke und den Häuserbau wissen möchtest, dann sprich mit der Unterkunftsbeamtin am Seeblickmarkt. Sie kann dir alles erklären. Wie gesagt, das hier ist halt jetzt wirklich nur so fürs Häuser-Dingseln. Also nichts, was jetzt wirklich atemberaubend wäre. Wir werden sowieso so schnell kein Haus erhalten. Also brauchen wir uns da keine großartigen Gedanken zu machen. Ich gebe die eine Quest jetzt noch ab. Oh, und da sind Mandragoras. Warte mal. Die Mandragoras will ich doch noch erledigen. Weil dann haben wir wieder was fertig.
Nochmal winziger Mandragora. Haben wir das auch fertig? So sieht das Bestiarium übrigens aus. Wir haben jetzt 5 vor 10. Und hier kann man dann halt noch sehen für Gladiator, Faustkämpfer, Pygmäer, Weitläufer, Schurke, Druide, Taumaturgen und Hermetiker. Wir werden alle diese Klassen, wie gesagt, einmal spielen, testen, gucken, welche wir davon bis zum Ende spielen wollen. Und. Ha! Da bist du ja wieder. Und? Hat sich die Sache wie erwartet als Scheiß herausgestellt? Ah, das Licht? Ich bittere Verrat. Ausländische Gesichter. Gewänder, Geschäfte. Ich belange, wir werden unser geliebtes Limsal nicht wiedererkennen. Um mich zu beruhigen, genehmige ich mir erstmal eines dieser köstlichen kretanischen Tomatenpasteten und ein paar uldanischen Crumpets. Die sind sagenhaft. Ein Ischgarder Schneekuchen wäre aber auch nicht verkehrt. Lol. Einfach nur lol. Das sehe ich ab sofort in Wohngebieten. Okay, du hast dich von den unteren Decks in dem etablierten Dorf des Nebels teleportiert. Okay. Das geht also jetzt. Huch. Ja, ich habe hier noch gar nichts Fertiges gemacht, ne? Wo war denn mal? Hier ist ein Fade. Dem ich natürlich jetzt dann doch nochmal beiwohnen möchte. Die Frage ist, ach da sind noch welche. Oho. Dafür werden wir jetzt aber auch nicht so viel kriegen. Naja, 560 ist wenigstens ein bisschen was. So, hier sind jetzt die komischen Hügelchen. Wie gesagt, ihr seht halt schon, es ist halt wirklich sehr viel, was noch mit drumherum ist. Dadurch, dass wir die Nebenstory machen. Wenn wir nur Hauptstory machen würden, wären wir schon viel, viel, viel weiter. Mit nur Hauptstory wären wir jetzt bestimmt schon bei der zweiten Klasse. Bei der zweiten Klasse bestimmt schon. Story Nummer 10. Questmäßig. Also, ja. Aber wie gesagt, ich möchte mir halt wirklich sehr viel Zeit lassen in diesem Spiel. Ich möchte nicht gleich wieder aus diesen Gebieten verschwinden, wenn man sich gerade dran gewöhnt hat. Ich möchte auch gern Gegner 30.000 Mal plätten und nicht nur einmal. Also ich will mehr Zeit lassen. Das hast du hervorragend gemacht. Ohne die Stachelmullplage werden meine Ogerkürbisse prächtig gedeihen. Wenn das Wetter hält, fahre ich dieses Jahr eine Rekordernte ein. Vielleicht gewinne ich sogar einen Ogerkürbiswettbewerb. Ich will mich nicht selber loben, aber ich habe wirklich 2 grüne Daumen. Dazu ein Klugschöpfchen. Seit ich zu Gockelburg gekommen bin, habe ich verschiedene neue Techniken eingeführt, um den landwirtschaftlichen Ertrag zu vervierfachen. Ich habe noch viel vor, um den Ertrag weiter zu steigern. Aber es fehlt mir an tatkräftiger Hilfe. Wenn es dir nichts ausmacht, werde ich dich wieder um einen Gefallen bitten. Ja, aber das machen wir erst im nächsten Part. Denn ich habe jetzt sowieso schon länger mehr Überzug, als ich eigentlich wollte. Deswegen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Da werden wir dann wahrscheinlich auf Stufe 8 erreichen. Und ja, bis dahin. Ciao. Viel Spaß mit dem Paar. Bye.